mache ich jetzt. Ich fahre jetzt nach LS. Soll ich für dich auch mal gucken? Nö. Nicht? Okay, dann mietest du dich bei mir ein, oder was? Nö, Wohnwagen weiterhin. Okay, dann sitzt du einfach im Wohnwagen neben meinem Haus, oder wie? Oder dort, vielleicht, wo du jetzt bist. Okay. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Jetzt ist mein Orientierungssinn gefragt. Welcher Orientierungssinn? Meiner in GTA San Andreas. Okay. 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 Flieg. Wir haben ja jetzt unser Alarm Cobra 11 Let's Play, habe ich jetzt beendet. Da kommt heute der letzte Part von. Am 26. Also, letzte Part war ja schon oben, aber die Bonusmission kommt heute. Ich weiß nicht, vielleicht lege ich noch los mit dem Syndikat, aber es ist ja einiges in Planung, was den Channel betrifft. Hauke dir der Gang, so die 13 Street Cartel. Alles klar. Ist hier frei? Nein, hier ist nicht frei. Verschlossen, nicht zu vermieten. Ja, ich weiß noch nicht, wie es mit dem Kanal weitergeht. Ich werde auf jeden Fall weiterhin Let's Plays machen, aber vielleicht mit ein paar Leuten auf einem anderen Kanal. So à la Pete's Meet. Bam. Mal gucken. Oh. Ich schiele gerade so auf meine Tankanzeige und merke, dass sie ziemlich weit unten ist. Das könnte lustig werden. So. Gibt's hier irgendwie ein Haus zu kaufen? Nö. Nein, auch nicht. Da oben vielleicht. Muss man das hier oben kaufen? Ja, aber es ist schon verkauft. Alles klar. Hier? Lol. So ganz leise. Lol. Keine Ahnung. Ich muss jetzt Insektenkiller-Scheiße abziehen. Ja, das ist lustig. Das zeige ich euch nachher auch noch. Das Flugzeug ist übel Müll, aber es... Ja, das Flugzeug ist übel Müll, Alter. Du darfst einmal nicht abstürzen, ne? Wenn du abstürzt, muss ich das nachher landen? Nee. Ach, cool. Glaube nicht. Moment. Wieso rufen dauernd Leute mich, wenn ich aufnehme, Mann? This moment, when you know you fucked up. Ja, so ziemlich. Okay, Winewood ist völlig besetzt. Das heißt, wir gucken uns in einem anderen Viertel um. Lisa. So. Bam. Ist hier eventuell noch was frei? Ups. Ja. Mann. Junge. So. Genau. Das Let's Play hier. Kann ich? Nice, ich kann hier tanken. Ja. Aber wenigstens gibt's hier ein. Ich hab nichts gerammt. Da war irgendwie eine unsichtbare Wand oder so. Für leichter Flug, was brauche ich da für ein Flug, Flughafen-Level? 10, oder? Keine Ahnung, ich glaube. Okay. Sagt er dir, wenn du es annehmen willst. Bitte. So, wie lange dieses Let's Play dauern wird, also ich werde... Ist zugemappt, scheiße. Ich werde MTA noch so lange spielen, bis GTA 5 für PC draußen ist. Dann wird MTA abgesetzt. Dann kommt, wird kein MTA mehr geschafft, kommen. Alter.
ja, dann wird es ausgeschafft. Stimmt, bei der Schweiz wird alles ausgeschafft. Dann wird MTA ausgeschafft, sobald GTA 5 für PC draußen ist. Ich hole mir bald für PS3. Ich hole mir bald eine PS3. Oh, aber ich habe keine AVMedia-Karte, womit ich das Ding aufnehmen könnte. Werde ich mir jetzt demnächst auch nicht ganz zutun. Aber ja. Dann kann ich schon mal ein bisschen üben. Und sobald es dann für PC draußen ist, werde ich es mir dann kaufen. Ich hoffe, das kommt allzu. Kommt ziemlich ein bisschen schnell. Nicht allzu spät. Weil das würde ein bisschen scheiße, ne, wenn es erst irgendwie so Weihnachten oder so käme. Und es besteht ja immer noch die Hoffnung, dass RSR wieder online geht. Also ich komme da glaube nicht drauf. Wieso? Ehrlich gesagt. Keine Ahnung, ich habe mir jetzt hier so schon relativ viel für meine Verhältnisse angefarmt. Kein Bock da nochmal neu anzufangen. Jo. Warum kriegen die es vermutlich eh nicht hin, einen anständigen Server aufzustellen? Ja, der Server ist ja eigentlich ganz gut, ne? Also ich war ja auf dem Server schon drauf. Das Skript ist wirklich Bombe. Nur sie müssen ihn halt online setzen, ne? Ein Offline-Server bringt keinem was. Hier sind keine Häuser. Aber ja. Die Hoffnung sinkt. Ist sehr tief, aber es besteht noch Hoffnung. Ich habe niemanden gefunden auf dem TS. Falls hier irgendwer zuguckt vom Team, schreibt mir mal, was der aktuelle Stand ist. Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Hauptquartier der Gang Most Wanted. Ja, hier wollen wir nicht wohnen. Hier gibt's zwar. Warte mal, ich guck mal, wie viel die Häuser kosten. Das hier von Sweet heißt der Junge, glaube ich. Auch zu teuer. Das hier. 600.000 für so ein Kackhaus. So. Das Haus von CJs Freundin ist auch nicht. Kann man da rein? Kann man da rein? Tatsache. Ha! Ich habe einen Bug gefunden! Nice! Okay. Kennst du das Haus von CJs Freundin? Nee. Okay. Dann kann ich es dir nicht erklären, weil das Haus hat keine Tür und wenn du reingehst, dann ist das Haus unsichtbar. Nice. Das Haus von Big Smoke ist auch nicht drin. Big Smoke. Muss ich mir auch erst an den Kopf fassen und hab gedacht, wer hat sich den Namen ausgedacht? Big Smoke. Großer Rauch. Jo. Wieso heißt er Big Smoke? Fliege dein Flugzeug zum Flugzeugfriedhof. Oh. Oh, armes Flugzeug. Alle Häuser sind besetzt. Da gibt's vielleicht noch Hoffnung. Besetzt, 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 besetzt. Keins, 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 keins. Nein, doch nicht. Hier parken Premier. Ist auch ganz nice. Da heißt einer G55 AMG. Geiles Auto, by the way. G55 hat. Ist der G nicht ein 63er? Ich dachte, der G sei ein 63er AMG. Also, 63 steht drauf. Jetzt neu haben sie auf 5,5 Liter Biturbomotoren umgestellt. Muss ich das beim Flugzeugfriedhof landen? Nein, du kannst auch YOLO einfach in den Punkt reinfliegen. Okay. So mach's ich immer. Also sobald du im Punkt drinne bist, despawns.
Und du despawnst dann auch. Mein Auto dampft. Es dampft. Es raucht noch nicht, weil rauchen wäre ungesund. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ihr für ein Problem habt mit dem Flugzeug, das hier zu starten. Ich habe ja gar kein Problem, aber das ist das, sagen wir so, das schwerste Teil vom Ganzen. Aha, okay. Ich habe nie gesagt, dass ich damit Probleme hatte. Doch, einmal ist ein Baum erst aufgeploppt, als ich drinnen war. Da habe ich es ein bisschen verkackt. Aber da konnte ich nichts für. Oh, Haus! Laterne. 200.000 für ein Haus ohne Garage, ohne alles. Nice. Oh, hier. Warte. Ist der Paint Spray offen? Bitte lass den Paint Spray offen sein. Mein Auto liegt im Sterben. Ich brauche ein Paint Spray. Auch zugemappt. Puh. Hier gibt es ein paar coole Häuser. Jetzt müssen die nur noch drin sein. Da ist ein Burger Shot. Den brauche ich gerade nicht. Bam. Warte. Yes, das Haus ist da. 500.000. Map. Noch ein Haus. Scheiß Tür geht zu. Danke. Jetzt will ich mal gucken, ob das, was hier mit der FBI-Base gemacht wurde. Oder SWAT-Base oder was auch immer das hier ist. Ob das überhaupt etwas ist. Oh, ist gar nichts. Alles klar. Eines der epischsten Gebäude in ganz San Andreas, einfach mal nicht besetzt. Nice. Ich sollte echt aufhören, so scheiße zu fahren. Mal gucken. Wir werden bestimmt ein Haus finden. LOL. Random Baum. Auch gerade einer aufgeploppt. Jo. Reingeflogen. Jo. Also ja, ich war schon drin. Tot? Jo. Ja, das ist ein geiler Moment, wo du einfach so tot. Ach, da war ein Baum. Wo war der Baum? In LS oder? Irgendwo zwischendrin. Einfach aufgeploppt. Weil du bist ins nächste Krankenhaus geliefert, ne? Entweder LV oder LS oder SF. Aber keine Sorge, überall stehen Roller. Und hier sind ja die Roller so übel schnell. So, ich fahr mal kurz zum Paint Spray. Ich flieg mal kurz darüber. In die Laterne rein. Das ist ja mein altbekannter Job, Laternen um Meer. So, wir sind 25 Spieler auf dem Server. Der Kraser ist der Kaserage unter mir im Spieldings und hat 10 Stunden gespielt. Bloß. Ich hätte da runter gemusst. So, dann gehen wir mal kurz das Auto reparieren. Werden wohl keine Bullen on sein so früh. So, bald haben wir Halbzeit, ne? Mit dem, was wir für die Bullen haben müssen. Wir müssen für den GWD müssen wir 100 Spielstunden haben. Für das SFPD ebenfalls. Sobald ich die habe, werde ich mich bewerben.
Ein bisschen müde bin ich noch. Erst vor 2 Stunden aufgestanden. So, dann zeige ich euch kurz den Pilotenjob, ohne die Karte zu killen. Was hast du eigentlich für ein Auto? Immer noch dasselbe. Was war der? Das ist der, den Tampa oder was? Jo. Der steht hier nirgends. Der steht vorne. Nicht, also nicht dort, wo man den Job holt, sondern. Ja. Sondern wo? Man ist ja da in dem Kreis drin und unten beim Eingang, wo es auch noch so. Wieso stellst du den da hin? Jo, keine Ahnung. Also Kofferpacker habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich zeige euch jetzt mal den Insektenkiller. Ja, hat man dieses bescheidene Flugzeug, das aber übelst schnell abhebt, den muss man dann hier in die Punkte reinfliegen. Der steigt immer weiter nach oben. Wow, und ist übelst leicht zu handeln. Also, ich drücke mal einmal kurz nach rechts. Es ist einmal kurz gedrückt. Nicht im Baum reinfliegen, wenn es geht. Ja, knallt die Tür halt zu, Alter. Mir ist gerade irgendjemand heimgekommen und hat die Tür sowas von zugeknallt, dass mir fast der Arsch gebebt hat. Aber naja. Sind halt alles bisschen Trampeltiere. Baum, 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 Baum. Ich hasse dieses Flugzeug. Ich hasse es. So. Das, ich war im Punkt drinne, Mensch. Punkt. Mama. Nein, 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 nein. Aussteigen, aussteigen, aussteigen.